Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Ja, ach so, wir können noch mal kurz nach unten gehen. Ich glaube, nee. Ich glaube zwar, aber es ist nicht so. Ich dachte, ich hätte noch genug gehabt. Das sind die Bäumchen, die müssen eh nicht gegossen werden. Die müssen aber gegossen werden. Okay. Der dürfte auch bald fertig sein, denke ich mal. Noch ein Tag, genau. So, Erdbeeren. Und wie lange braucht ihr noch? 1 Stunde 10. Was haben wir jetzt? 7:30 gegen 8:30 dann. Okay, dann füllen wir noch mal kurz die Gießkanne auf. Und begrüßen Kitty. Guten Hi, Morgen. Kitty. Knochen haben wir wieder bekommen. Okay. So, da oben ist noch ein Pilz, den schnappen wir uns auch. Ah ja, wir haben keinen Temposchub mehr. Haha. Genau, den müssen wir ja wieder neu anlegen. Wir haben auch nur noch zweimal den Temposchub-Zauber. Aber den konnten wir, glaube ich, The relativ gut time for machen. walking slow has passed. Lighten my feet and make me fast. Ich will den ehrlich gesagt nicht mehr missen. So, eine Mandel. Wobei ich die bisher noch gar nicht für irgendwas gebraucht habe, glaube ich. So, dann schauen wir mal hier. Oh, hi, warte, bleib stehen, stopp. Amira's always a fun chat. I could nerd out over data and statistics with her all day. Ja, Forscherin sozusagen unter. Ja, Forscherin kann man nicht sagen. Wissenschaftlerin unter sich. Ne, kann man auch nicht sagen über eine Ärztin, ne? Ich weiß es nicht. Aber ihr wisst schon, was ich meine. So, ist hier oben. Hier oben ist auch nichts. Heute aber nur ganz kleine Ausbeute, so wie es aussieht. Fischmäßig auch nichts. Noch eine Mandel. Is it a? It is a recipe. Limonade. Ja, toll. Limonade konnte ich doch, glaube ich, schon selber herstellen, oder? Ehrlich gesagt, bin ich mir da gerade nicht so sicher. I found something. A recipe. Filet Wellington. Das dürfte eigentlich neu sein. Okay, mit ihr haben wir schon gesprochen. Dann brauchen wir auch gar nicht mehr da hoch. Das ist sehr gut. Dann können wir eigentlich direkt hier zu den. Fällt das auf, wenn ich jetzt so vor ihren Augen verschwinde? Nö, oder? Nee, das fällt doch niemanden auf hier. Der hat immer noch zu. Sie hat auch wieder zu. Sie auch. Da ist er normalerweise, ne? Der hat auch zu. Jetzt sind die alle weg hier? Was ist jetzt los? Donnerstags ist hier komplett geschlossen, oder wie? Hallo? Federn. Das ist für ihn. Ich brauche verwaiste Schwarzkopfmeisen. Ich pflege, nicht ich brauche. Und brauche Federn für das Nest. Tut es für die Nestlinge. Ja, von mir aus. Okay, aber ich kann es ihm nicht geben, weil er nicht da ist. So. Dann müssen wir euch natürlich noch Hallo und guten Morgen sagen und die Sachen einsammeln. Und ein paar Kuscheleinheiten geben. So. Ist jetzt reingelaufen? Nee, ist rausgekommen, ne? Hallöchen. Auch und nebenan kommen sie jetzt auch alle raus, weil sie mitbekommen haben, dass ich da bin. Ja, hallo. Kleines schwarzes Schaf, du. Das rennt hier einfach weg. Das ist gerade eine männliche Kuh? Ah, nee, das waren die Euter, die ich gesehen habe. Ich wollte gerade sagen, das kann doch nicht sein.
Nur die weibliche Kühe können hier Milch geben. Hat der mich beschissen oder was? Da stand aber gerade Milch drin, ne? Moment. Ist die jetzt alt genug? Ah, geil. Zwei Milch von ihr. Ja, cool. Da freust du dich, ne? Dass du Milch abgeben darfst. Das ist richtig cool. Braucht man gar nicht. Also, ein bisschen schade. Die Animation vom Melken wäre natürlich auch ganz cool gewesen. Aber das ist richtig gut. Vor allen Dingen, ne, ist es dann auch recht schnell, dass man die Milch hat. So, hier können wir jede Menge einsammeln. Das ist auch schon mal gut. Problematisch. Nein, nein. Och, Finger weg. Mach doch mal das, wo ich vorstehe, Mann. So, hier unten ist nichts mehr. Da oben hatte ich aber noch was gesehen. Ja, noch zweimal Unkraut. Sehr schön. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Moment, wir hatten doch noch, wir hatten die Aufgabe mit den Federn. Neunmal. Ach so, genau, das können wir, glaube ich, jetzt machen. Müssen wir noch mal kurz gucken. Ah ja, wir hatten 7:30, glaube ich, eben, ne? So. Nein, lass mich hier in Ruhe. Ich will das machen, was ich ausgewählt habe. So, das heißt, wir haben jetzt noch 7 übrig. Das heißt, noch 4 Tage. Und ja, sprich mit der Adeptin. Ich weiß, aber ich brauche halt den Tee dafür und den Tee kann ich nicht machen. Oh, das geht mir so an die Nieren. Ich will das endlich gelöst haben hier. Thomas, bist du zu Hause? Du bist doch eigentlich quasi immer zu Hause. Aber dann, wenn ich sage, bist du nicht zu Hause. War ja klar. Der Typ ist auch wieder nicht da. Okay. Also nichts mit noch ein Tier kaufen oder so. Na gut, dann schauen wir hier nochmal. Ob Thomas vielleicht irgendwo hier ist. Natürlich ist er hier. Was machst du denn hier? It's strange living alone again. I suppose I'll get used to it in time. I'm too set in my ways to live with someone, and I've grown accustomed to the quiet. Hat ja auch positive Aspekte, ne, wenn es still um einen herum ist. Hier sind gar keine Fische. Doch hier vorne ist noch ein größerer Fisch. Angeln wir den mal. Sehr schön. Ein Hering. So. Gestern war, glaube ich, nichts hier unten. Da gucken wir nochmal eben nach, ob wir heute was haben. Heute ist wieder nichts. Na toll. Aber wir haben Fische. Dann angeln wir uns doch nochmal ein. Mit Vorliebe den Rosanen, aber eigentlich ist es mir total egal. Nein, jetzt läuft der Surferboy hier rum. Sauerei. Bitte lass den heute arbeiten und lass den was anderes haben, was ich kaufen kann. So. Hier ist noch mal einer. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich finde das eigentlich ganz entspannend so zwischendurch, dass man einfach mal hier steht und am Angeln ist. In jedem anderen Spiel habe ich es gehasst, bin ich ganz ehrlich, weil es immer irgendwie mit Mühen verbunden waren. Man muss drücken, wobei, also wie bei Disney Dreamlight Valley, da ist es okay, nur man muss halt eben dieses Timing haben beim Drücken. Und wenn man mal vielleicht Migräne hat oder ein bisschen neben sich steht oder so, dann ist es halt doch ätzend, wenn es dann in dem Moment nicht funktioniert oder man mal eine halbe Sekunde zu früh gedrückt hat oder sowas. Das finde ich immer sehr, sehr, sehr nervig. Bei Star Stable hatten sie, glaube ich, auch irgend so ein blödes System. Ich habe da schon lange nicht mehr geangelt. Und ja, doch, die hatten da echt ein blödes System. Ich kann mich da so einigermaßen dran erinnern.
Und ja, hier finde ich es einfach ziemlich cool, dass man einfach nur drücken muss im Endeffekt, wenn der richtige Fisch da ist. I've been dreaming of slicing up Wagyu, but the cost is a hard pill to swallow. I wouldn't be able to sell it for a reasonable price. Es kommt drauf an, also wenn ich dir das vorher anbauen kann, dann... Oh, er hat nicht aufgemacht, das heißt, er ist einfach abgehauen. You should check out Sophia's diner. Oh, is it good? Yeah, her chow is solid. And she'll serve you breakfast anytime. Even if you don't get up until noon. Ja, das sollte eigentlich auch normal sein. Now that I've converted Kim into a real angler, they're my best customer. Das glaube ich. Na gut, was haben wir denn hier? Kaufen wir nochmal 4 drauf. Damit wir wieder die 20 voll haben. Und das, was wir haben, können wir schon mal... I miss competing with Hazel's baking. It was such a nice break from thinking about real life. At a time when I really needed it. So, nee. Verkaufen. Ach, wir haben nur 1 jetzt bisher gemacht. Naja, gut, okay. Aber dann haben wir das zumindest schon mal safe. Man weiß ja nie, ne? Wann sie arbeitet und wann nicht. Und ich habe auch keine... Ach so, mit dir haben wir ja schon gesprochen. Ach, du bist uns ja über den Weg gelaufen, ne? Stimmt ja. Hi. So wie sie gerade. You know, a girl's gotta learn to rely on herself. That's what swinging the hammer has taught me. Ever thought of picking one up? Me? Oh no, nope, no, no, no. Definitely not. Well, you let me know when you're ready to give it a go. Wieso muss eine Frau lernen, selbstständig zu sein? Das ist ja eigentlich völlig normal. Ach so, Moment. Du rennst mir sonst wieder weg? Amira's totally chill. Some doctors would be all like, do you really have to surf double overheads, Kai? All she asks is that I come in sooner rather than later when I need to get looked at. Ja, das ist doch irgendwie auch positiv, ja. I messaged my old roommate Alice. She's in a relationship now, but it's adorable. She still asks if Giva's okay. Ja, dann schauen wir mal bei unserem Dingstypen hier. Have you met the new rancher yet? He looks so familiar, but I can't put my finger on why. But I guess people say that about me all the time. Ja, ja, Eigenlob stinkt, beziehungsweise, ja, nee, Egoismus ist das falsche Wort, ich komme gerade nicht drauf. Selbstverliebtheit oder keine Ahnung, wie ich das sagen soll. I love working in my garden and the feeling of soil in my hands. I just don't like it under my fingernails. Some people think of craftsmen as being all right with dirt, but I'll tell you right now, the second most important tool in my toolbox is a decent nail brush. Oh, wenn ich dich endlich beauftragen kann, das Beet zu machen. Ey, ich bin so happy, wenn das einmal fertig ist. Ganz ehrlich, ich habe da jetzt über 50 Folgen, fast 50 Folgen, habe ich jetzt darauf gewartet, dass... Da ist noch ein großer Fisch drin, ne? Aber dann reden wir am besten erstmal kurz mit ihr, nicht, dass die zwischendurch jetzt abhaut. I am so ready for summer to be over. My kids need something to keep themselves busy. Also da muss ich sagen, hat meine Tochter kein Problem mit. Die kann sich wunderbar selbstständig beschäftigen, wenn es sein muss. So. Jetzt haben wir 12 Uhr. Ich muss die Uhrzeit so ein bisschen im Blick behalten. Weil ich nämlich schon gerne nochmal eine runde Fischstäbchen machen würde. Von den... Hallo? Von den Fischen, die ich... oder mit den Fischen, die ich jetzt noch gefangen habe. Hier ist auch noch eine... Ach, da hinten. Da sind aber nur so mini kleine Dinger drin. Be careful where you put your feet. Oh no. Is there poison ivy here? Poison? Who's talking about poison? Ah, I mean the forest folk. You mean like bugs? Aye, don't call them that. Nennen sie so nicht, ja. Da ist ein großer mit drin. Ja, da gehen wir dann auch noch mal kurz angeln. Es tut mir leid. Ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch das irgendwie nervt mit dem Angeln. Dann würde ich gucken, dass ich das doch
ja, davor, danach oder was weiß ich was schiebe, dann müsste ich das dann halt immer einen Tag verschieben, bis wir dann wieder was verkaufen können. Oh, that one. Aber ich finde, bis auf so Sachen, wo dann die kleinen Fische wirklich so fünfmal hintereinander dran gehen und der Große dann erst beim 10. Versuch oder so, ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, bis auf diese Kleinigkeiten, finde ich, geht es ja doch recht schnell bei dem Angeln. Sonst würde ich das nämlich so nicht drin lassen. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Den ersten haben wir jetzt schon gehabt. Unten haben wir alle gehabt. Hier oben, die haben eh nur ihre gleichen Sprüche, aber wir müssen ja die Freundschaft ein bisschen leveln. Stop by Town Hall anytime if you're looking for volunteer opportunities. We could always use another pair of hands. Das glaube ich. Die Frage ist nur, wofür? Ich meine, ne, Rathaus und Arbeit ist jetzt nicht unbedingt, sind nicht unbedingt zwei Begriffe, die man zusammen verwenden würde. If you get really lucky and take care, the bees might even make some royal jelly for you. So, das heißt, von ihr müssten wir aber auch mal neue Blumen demnächst kaufen, ne? Habe ich noch Sonnenblumen? Ich glaube, ich habe noch Sonnenblumen. Have you built a new barn on your property yet? Happily, I vetoed legislation limiting new farm structures. The conservationists didn't want anyone building too close to the marshlands where the birds lay their eggs. But we can't let waterfowl get in the way of progress now, can we? Otto, soft on business, hard on birds. Ah, exactly! Ja, war jetzt nicht unbedingt was Positives. Ich bin mir gerade nicht sicher. Doch, mit ihm haben wir noch nicht gesprochen heute, oder? Ugh. Summer heat in a hot oven means my bakery is basically the surface of the sun right now. When is this summer ever gonna end? Boah, das letzte Herz müssen wir bei ihm auffüllen. Das ist ja... Das dauert ja ewig bei einigen hier. Sorry, I'm just tired. I didn't sleep much last night. Should you be at work then? Maybe you should go home and get some rest. Oh, I don't sleep much any night. Can't turn off my brain. I'm getting used to being a semi-zombie most days. Also, ein Problem mit Depressionen. Das hört man so raus. Ach so, sie geht heute gar nicht arbeiten. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir noch mal, ob wir noch Fischstäbchen machen können. Also eins müssen wir auf jeden Fall noch machen können. Aber ich meine, wir hätten noch ein paar mehr, die wir machen konnten. Da war es doch gerade. Okay, 6 Stück haben wir immerhin noch machen können. Sind immerhin ganze 600 Euro, ne? Euro oder was auch immer. Gut, dann würde ich sagen, verkaufe ich die noch mal kurz, damit das auf jeden Fall auch schon mal safe ist. Weil, ne, wie gesagt, man weiß nie, an welchen Tagen die Leute gerade arbeiten. Also ich weiß es schon, ich habe eine Liste hier, aber ja, es ist trotzdem doof. Moment, habe ich mit dir schon gesprochen? Du warst doch eben weg, oder? Ja, meine ich doch. Finn gave me a drawing of my chickens the other day. Good, too. Aw, maybe he's warming up to you. Well, that or it's phase one in some epic 10-part prank he's gonna play on me. You really never know with that kid. Ja, da hat er leider recht. So, ich möchte einmal die Fischstäbchen verkaufen. Zack. Warte mal. Ach nee, ich könnte auch die verkaufen, aber ich habe keine. Ja, ja, okay. Limonade, ja, ist so eine Sache. Aber die hat ja im Endeffekt dann doch nicht so viel gebracht, wie sie ursprünglich mal, also beim ersten Mal irgendwie gebracht hat. Ich verstehe es auch nicht ganz, weil die hatte 2/3 oder sowas aufgefüllt, als ich die danach in der Folge dann nochmal benutzt hatte, hat die fast gar nichts aufgefüllt. Also irgendwie, ja, weiß ich nicht, fand ich das doof. So, wir können den Stein hier schon mal weghauen. Wow, what's this? Oh, a recipe? Für Obstsalat, sehr schön. Hatten wir Obstsalat nicht schon? Oder vertue ich mich jetzt hier gerade mit Disney Dreamlight? Also da haben wir das auf jeden Fall gehabt. Da fehlte nämlich nur noch ganz, ganz wenig. Ich bin am Überlegen.
Da muss ich zwar immer außen rumlaufen, aber wenn ich jetzt hier noch... Na nee, wenn ich eins hinstelle, dann muss ich wieder Erde bezahlen, ne? Ja, ja, ja. Ich meine, es ist nur eine Erde, aber... Ist trotzdem blöd. Aber für einen Kompostbehälter... Oh nein. Für einen Kompostbehälter hätte ich gar nicht so viel bezahlen müssen. Da hätte ich doch... Oh. Ja, würde ich sagen... Nee, da würde ich sagen, da machen wir das anders. Nämlich... Die... Hier unten rein. Das nach da. Das nach oben. Weil das sind ja die drei Bäumchen, die da rauskommen. So, und den Kompostbehälter mache ich dann nach hier. Ist egal, ob das in der Richtung ist oder nicht, glaube ich, ne? Das ist ja eigentlich... Muss ich halt immer so blöd nach oben, unten rumlaufen? Ja, okay. Aber kann ich zumindest wieder eins mehr machen. So. Okay, was war hier jetzt noch? Ach so, die Federn. Ja, kann ich nicht machen, weil die waren nicht da. Es kann natürlich sein, da habe ich jetzt gerade erst drüber nachgedacht, dass ich vielleicht zu früh da war. Dass die doch da sind, aber alle noch bei sich zu Hause. Das könnte sein. Achso, jetzt bin ich wieder rausgegangen. Moment. Jetzt brauchen wir natürlich 7. Das heißt, ich brauche trotzdem noch 2 Tage dann dafür. Und der braucht noch ganz lange. Ja, 17 Tage. Oh Gott. Okay. Hier brauchen wir nichts. Gefüttert haben wir auch schon. Ja, dann würde ich sagen, dass ich nochmal gucke, ob ich vielleicht doch irgendwo noch einen Fisch finde. Versuche, meine Stimme wieder zurückzuholen. Und dass wir uns dann gleich wiedersehen, wenn ich ins Bettchen gehe. Bis gleich. Am I ready for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.